بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين liebe Geschwister im Islam. Es gibt heutzutage eine neue Methode, die gewählt wurde, um den Islam zu zerstören. Das heißt, aus dem Islam einen Islam zu machen, der kein Islam mehr ist, und das im Namen des Islam. Das soll dann Reform genannt werden. Der Islam braucht nur eine Reform, eine Rückkehr zu seiner originalen Form, nämlich die Form, die er hatte zur Zeit des Propheten alaihi salatu wassalam. Und wenn wir davon reden, dann meinen wir nicht, dass wir mit dem Kamel reiten sollen, wie einige Scharlatane versuchen, uns dies in den Mund hineinzulegen. Denn das ist nicht das, was wir damit meinen, sondern wir meinen damit von seiner Glaubenslehre, von seinen Ibadat, seinen gottesdienstlichen Handlungen und Qawaidul Mu'amalat. Ja? Und von den Grundregeln der Mu'amalat. Und das hat nichts mit technischen Errungenschaften etc. zu tun. Das ist diese unfaire Herangehensweise und diese Lügen zeigen aber nur, dass die Leute, die versuchen uns zu kritisieren, einfach keine Argumente haben, außer Lügen zu erzählen. Ja? Und wir erzählen dann, wir würden Lügen erzählen. Wenn einer eine Lüge findet, soll er uns die schreiben. Dann werden wir unsere Antwort, soll er uns das aufschreiben, wo wir angeblich gelogen hätten. Und dann werden wir unser Statement dazu geben. Ja? Wenn wir uns mal an der einen oder anderen Stelle vertan haben, dann haben wir dies stets zurückgenommen. Aber ich kann mich nur an eine Stelle, an eine Situation erinnern, wo ich etwas noch nicht mal falsch zitiert habe. Ja? Das war Lukas 19, Vers 27, wo ich selber den Kontext dieser Stelle nicht beachtet habe, wo ich zu eine Stellungnahme gegeben habe, wollte ich nur gesagt haben. Jedenfalls, die neue Taktik ist es, dass man möchte gerne Muslime, wie zum Beispiel Mohammed Khurshide oder andere Scharlatane, bringt, die den Menschen erzählen, den Muslimen erzählen, ja, weißt du, lieber Muslim, es gibt nicht nur einen Islam, es gibt eine Vielzahl von Islamen, das muss man immer wieder betonen. Und deswegen, ja, weil es ja eine Vielzahl gibt, es gibt so viele Meinungsverschiedenheiten und so viele Gruppen, und von daher, da man ja sowieso nicht herausfinden kann, was der wahre Islam ist, ist dies die Legitimation für uns, den Koran so zu interpretieren, wie es unsere Gelüste vorschreiben, beziehungsweise so wie es derjenige, der den Islam hasst, gern hätte. Das heißt, dann geht das so abracadabra simsalabim, und dann liest man den Koran und plötzlich ist der Koran genau übereinstimmend mit den Gelüsten der Menschen im Westen. Das heißt, solange du ein guter Mensch bist, gehst du ins Paradies. Egal, wer ein guter Mensch ist, bestimmt ja eigentlich Gott. Weil wir sagen auch, wer ein guter Mensch ist, geht ins Paradies. Aber nach wessen Maßstab? Nach dem Maßstab des allmächtigen Gottes. Nicht nach dem Maßstab von mir oder dem Maßstab von dir oder dem Maßstab von keine Ahnung, von Angela Merkel, sondern nach dem Maßstab von Allah, nach dem Maßstab vom allmächtigen Gott. So, der bestimmt, wann man ein guter Mensch ist und nicht der Mensch selber. So, jedenfalls das erstmal als erstes so. Das heißt, also wer ein guter Mensch ist, nach den Gelüsten von Monika und Heike, der geht dann ins Paradies. Eine Hölle ist nur metaphorisch zu verstehen. Das widerspricht ja einem liebenden Gott. Das widerspricht einem liebenden Gott nicht. Denn der liebende Gott, der ist auch gerecht. Allah ist ein liebender Gott. Wo ist der Beweis dafür? Allah sagt im Koran, Inna Allah yuhibbu alladhina amanu. Allah liebt die Gläubigen. Allah sagt in Sura 5, Vers 54, wenn ich mich recht erinnere, sagt er zum Beispiel, ja, Ja, ayyuha alladhina amanu, man yartadda minkum an dini, fasawfa yati Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ja, o ihr glaubt, wer sich von eurer Religion abwendet, so wird Allah mit einem Volk kommen, das ihn liebt und die er liebt. Okay? Das nur als Beispiel. Es gibt also viele Beweise. Allah sagt in Surah Al-Buruj, das müsste die 85. Surah des Korans sein, Ennahu, also dass Allah Al-Wadud ist, der Liebende.
So, von daher, wir haben nie gesagt, dass Allah nicht liebt. Wir haben sogar viele Vorträge über die Liebe, weil es wird immer gesagt, diese Radikalen, das sind die Folgen nur einer Gesetzesreligion, da geht es um Gesetze. Nee, bei uns geht es um vieles mehr als Gesetze, aber die Gesetze empfinden wir nicht als Last, sondern wir lieben die Regeln dieser Religion zu befolgen, weil wir Muslime sind. Und Muslim bedeutet jemand, der sich Gott ergibt. Und darin findet die Seele wahre Lust und wahren Genuss. Denn Allah sagt im Koran, Surah 20, Vers 1 und 2, Toha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Toha, wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, dass du unglücklich bist. Jedenfalls, sie kommen mit dieser Idee, es gibt ja sowieso so viele Ideen und so viele Gedanken und so viele Interpretationen. Also haben wir auch die Legitimation, den Koran so zu interpretieren, wie wir wollen. Es gibt ja viele Islame angeblich so. Ich will auf diese Aussage eingehen, gibt es wirklich viele Islame? Wen fragen wir da am besten? Fragen wir am besten Spiegel TV oder fragen wir am besten den polnischen Taxifahrer, den türkischen Taxifahrer? Wen fragen wir? Um zu wissen, ob es einen oder mehrere Islame gibt. Wen fragen wir am besten? Wir fragen am besten erstens den Koran. Wir schauen den Koran. Dann fragen wir als zweites am besten, das ist jetzt der islamische Marsch, fragen wir die Sunna. Das heißt die Tradition bzw. das, was der Prophet gesagt hat, gemacht hat, da wo er zugestimmt hat, da schauen wir rein. Dann schauen wir, was die Gelehrten des Islams, die großen Gelehrten des Islams, die nicht den Islam instrumentalisiert haben, um eine Stellung in der Münsteraner Universität zu bekommen und schön die Taschen aufzumachen, sondern wir fragen die Gelehrten, die für Allah gestorben sind, für diese Religion. Weil diese Pseudo-Gelehrten, diese Pseudo-Professoren, die keine Ahnung vom Islam haben, die versuchen immer so zu tun, wie ja, diese Radikalen, die instrumentalisieren ja den Islam zu ihren eigenen Gunsten und gegen die Frau und bla bla bla. Wenn wir den Islam zu unseren eigenen Gunsten gegen die Frau interpretieren würden, dann würden wir sagen, Schatzi, lauf mit Minirock rum, damit alle gucken, die sieht aber gut aus. Ja. Aber wir machen das, was Allah uns im Koran befiehlt. So. Das heißt, es ist also völliger Schwachsinn. Ja, und was habt ihr ja, auf dem Weg Allahs erlitten? Nichts. Die auf dem Weg Allahs etwas erleiden, sind diejenigen, die bereit sind, vor dem Pharao zu stehen und keinen Millimeter zurückgehen für diese Botschaft. Aber auf jeden Fall. Schauen wir im Koran, was der Koran dazu sagt. Gibt es mehrere Islamer? Gibt es einen Hinweis darauf? Allah sagt im Koran beispielsweise in Surah Al-Fatiha, ganz klar, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Führe uns Ihdina, das heißt für uns, As-Sirat al-Mustaqim, das heißt führe uns den geraden Weg. Hier hat man ein Adatu Ta'rif in der arabischen Sprache, einen bestimmten Artikel, das heißt es gibt nur einen geraden Weg. Übrigens von dem Wort Sirat gibt es auch kein Plural, das ist noch dazu, muss man dazu sagen, zumindest nicht, dass es mir bekannt wäre. Ja? Dann geht's weiter. Surah 2, Vers 257, dort sagt Allah, Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah ist der Schutzfreund der Gläubigen, er führt sie von den Dunkelheiten, plural, ins Licht. Das zeigt, es gibt eine Dunkelheit, es gibt viele Dunkelheiten und nur ein Licht. Dann sagt Allah beispielsweise Surah 3, Vers 19, Inna dina indallahi al-Islam. Die Religion bei Allah ist der Islam. Al-Islam. Nicht die Religion bei Allah ist Islam und Buddhismus und Hinduismus und was weiß ich was. Oder es gibt mehrere Islame. Ja, sondern der Islam. Allah sagt so 3, Vers 85. وَمَنْ يَبْتَغِي الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Ja, und wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird im Jenseits nie von ihm angenommen werden, sie wird niemals von ihm angenommen werden oder wird im Jenseits zu den Verlierern. Und hier steht El-Islam, der Islam. Also gibt es nur einen Islam. Dann sagt Allah in Surah 9, Vers 100, Surah 12, Vers 108, wenn ich mich nicht irre, das müsste Vers 108 sein. Kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Sprich, dies ist mein Weg. Nicht, dies sind meine Wege, dies ist mein Weg. Das heißt, Einzahl, bestimmt, dies ist mein Weg. Das ist
Das ist also Ma'rifa im Arabischen. Er bestimmt, dies ist mein Weg. Ich rufe zu Allah mit Wissen. Dann sagt Allah in Sure 5, Vers 48. Ich habe diesen Vers ausgewählt, so 5, Vers 48. Und wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt. Ja, Entschuldigung. Ja, genau wie ich gesagt habe. Wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit, die eine Wahrheit hinabgesandt. Ja, weil diese Leute sagen, die Wahrheit ist relativ, kann sowieso keiner wissen, was wirklich wahr ist. Wofür wurde dann der Koran hinabgesandt? Hier wechselt, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Ja, wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit herabgesandt. Dann beispielsweise auch in Sure 61 steht, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. Wir haben zu dir die Rechtleitung abgesandt. Und er ist derjenige, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der wahren Religion geschickt hat. Laut denen ihrer Theorie ist ja jede Religion wahr. Weil alles relativ, kommen sowieso alle ins Paradies. Also ist alles wahr, ist alles kein Problem. Ja, wenn Schwein anbeten, beten ein Schwein an. Wer gar nicht an Gott glauben will, kommt auch ins Paradies, wenn er ein guter Mensch ist. Ja, es kommt ja nicht auf den Glauben an, es kommt auf die Taten an. Komischerweise im Koran an hunderten Stellen steht, diejenigen, die glauben und gute Werke tun, diejenigen, die glauben und gute Werke tun, diese Leute sagen, nee, nur die gute Werke tun. Allah sagt im Koran, wa beim Nachmerk, innal insana lafi khusr. Der Mensch ist wahrlich im Verlust, außer illalladhina amanu, außer die, die glauben. Das heißt, die, die nicht glauben, sind im Verlust. Also, wa'amilu salihati, gute Werke tun, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Und das Gute gegenseitig ans Herz legen, die Wahrheit ans Herz legen und die Geduld ans Herz legen. Ja. So. Das heißt, laut Koran kann man ganz schnell und ganz klar sagen, dass diese Theorie der Modernisten absolut nicht mit Koran übereinstimmt, sondern eine Theorie des klaren Kuffers ist, der für alle Ewigkeit in die Hölle führt. Dass man sagt, es gibt mehrere Islam und es ist ja auch völlig egal, welchen Islam man führt. Dann geben wir es zur Sunna über. Da sagt zum Beispiel der Prophet a.s.w., فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَّرَ اِخْتِلَافٌ كَثِيرًا. Und wer von euch leben wird, wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. Ganz klar, Hadith findet man auch in den bekannten Arba'in Nawawi, in den 40 Hadithen von Nawawi. Und was sagt der Prophet dann? Ja, es wird viele Meinungsverschiedenheiten geben. Laut der Theorie dieser Orientalisten und dieser Modernisten und dieser Scharlatane wie Muhammad Khurshidi und Co., ist es ja egal, welcher Regel man folgt. Das heißt, ja, ihr werdet viel meinungsverschieden, ach, mach, was du willst, ja. Was dir besser gefällt, nimm, weil ihr könnt die Wahrheit ja sowieso nicht wissen. Aber sagt der Prophet das? Sagt der Prophet, ihr könnt die Wahrheit sowieso nicht wissen? Nein, er sagt, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَّفَى الرَّاشِدِينَ مَهْدِينَ عَدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ. Das heißt, dann haltet, dann müsst ihr euch, das ist ein Befehl, فَعَلَيْكُمْ, dann müsst ihr euch an meine Sunna halten und die Sunna der rechtgeleiteten Khalifen. Beißt auf sie mit den Zähnen. Warum sagt er beißt auf sie mit den Zähnen? Weil man wirklich sich daran halten muss. Aha, das heißt also, dass das Schwachsinn ist, was hier gelabert wird. Okay, gehen wir weiter im Text. Der Prophet a.s.w. sagt in einem authentischen Hadith, ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Diese Umma wird sich 73 Gruppen spannen, alles in der Hölle außer einer. Wird er gefragt, wer ist diese Gruppe, die auf dem richtigen Weg ist? Dann sagt der Prophet, Ma'ana al-Yawm washabi, die auf dem sich auf das berufen, worauf ich mich berufe und meine Sahaba. Das heißt, das ist die richtige Gruppe und die anderen Gruppen sind Abspaltung. Ibn Mas'ud sagt, Khatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatte, ja, der Prophet machte uns eine lange Linie. Dann machte er auf der rechten oder linken Seite davon Chutut, also andere Striche. Und sagt er, also sagt er, der lange Weg, dann macht er auf der rechten und linken Seite auch andere Striche. Und dann sagt er,
ala kullin minha shaitan yad'uki. Das heißt, und dies sind die anderen Wege, auf jedem dieser Wege ist ein Shaitan, der zu diesem Weg aufruft. Und dann sagt, rezitiert er den Vers, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Das heißt, das dann sagt er, und wahrlich, dies ist mein Weg, so folgt ihm und folgt nicht den anderen Wege, sodass er sich von meinem Weg, also vom wahren Weg, abbringen. Was hat er gesagt? Hier, das ist der gerade Weg, der Weg des Islams. Und an diesem Weg des Islams sind überall Scheitane, die zu dem anderen Weg aufrufen. Zeigt wieder ganz klar von der Sunna, dass das, was diese Modernisten erzählen, völliger Schwachsinn ist und nicht mit der Sunna übereinstimmt, weder mit dem Koran noch mit der Sunna. Dann gibt es Dutzende Hadithe, die davor warnen, Erneuerung in die Religion einzuführen. Ja. Und das ging so weit, dass die Sahaba Leute kritisiert haben, wie Ibn Mas'ud in Kufa oder in Basra, auf jeden Fall im Irak, die im Kreis saßen, auf Kommando gezählt haben und Takbir gemacht haben. Das geht so weit, dass ein Sahabi einen anderen Sahabi kritisiert hat, weil er in der Khutba die Hände gehoben hat, was der Prophet nur bei Istisqa, bei Bitte um Regen gemacht hat. Das, und da gibt es noch viele, viele andere Beispiele. Ja? Also die waren sehr streng dran. Der Prophet hat an vielen Stellen davor gewarnt, etwas Neues in die Religion einzuführen. Und Ibn Umar sagt, Kullu bidatin dalala, walau yaraha annasu hasana. Jede Bida ist ein Irrweg, selbst, das ist von Ibn Umar, selbst wenn die Menschen es gut ansehen. Imam Malik sagte, man ibtada'a fil islami bidatin yara hasana, faqad za'ama anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam khana risalat, thalika li anna Allah yakul, al-yawm akmaltu lakum dinakum. Das heißt, wer eine Bidda in die Religion des Islams einführt, der hat behauptet, dass Mohammed die Botschaft verraten hat, weil Allah sagt, heute habe ich die Religion vervollkommnet. Aisha radiallahu anhu sagt, man amila amalan leysa li amruna favorat. Wer eine Tat macht, die nicht von uns befohlen wurde, das heißt sowohl ein Befehl, der auf Mustahab hindeutet, oder ein Befehl, der auf Verpflichten hindeutet, so ist diese Tat von uns abzulehnen. Der Prophet a.s. sagte so gut wie in jeder Khutba, und hütet euch vor den erfundenen Sachen in der Religion. Denn jede Erfindung in der Religion ist eine Bida, eine Erneuerung in der Religion. Und jede Erneuerung in der Religion ist eine Dalala, eine Irreführung. Jede Irreführung führt ins Höllenfeuer. Das heißt, man muss sich davor in Acht nehmen und der Koran des Sunna zeigt ganz klar, es gibt nur einen Islam. So. Dann gehen wir zu Gelehrten, da gibt es auch tausende Beispiele. Prinzipiell sind so viele Bücher geschrieben worden, um falsche Akida-Lehren zu widerlegen. Beispielsweise das Buch von Imam Tahawi, der dem Hanafi-Madhab angehört hat. In diesem Buch geht es vor allen Dingen um die falsche Akida der Qadariyya und Jibriya beispielsweise, weil er den Qadar sehr stark erklärt dort, weil er sehr intensiv auf diese Lehren eingeht, auf die falschen Lehren dieser Sekte. Warum hat er das geschrieben? Ist doch egal, jeder kann verstehen, was er will. Die Gelehrten haben immer wieder Bücher in der Akida geschrieben und das kann jeder nachlesen, wo falsche Akida-Lehren widerlegt werden. Warum haben sie das getan? Weil es nachvollziehbar ist, ja, es gibt viele Meinungsverschiedenheiten, aber es gibt doch plausible Erklärungen, warum es bestimmte Abweichungen gibt, die inakzeptabel und falsch sind. So. Dann fragen wir uns erstmal, welche Arten von Khilaf gibt es eigentlich? Es gibt Khilaf Mu'tabar, einen betrachtenswerten Ikhtilaf, und Ikhtilaf Ghair Mu'tabar. Ja? Und hier muss man auf eine Sache zurückgehen, was ist überhaupt ein Beweis? Wenn wir einen Beweis sehen, müssen wir vier Dinge betrachten. Ja? Erstens, ist dieser Beweis authentisch? Ja? Das heißt, ist das ein authentischer Hadith oder ein Koranvers? Ja. So.
Wenn der sowieso nicht authentisch ist, brauchen wir nicht zu beweisen. Hier gibt es manchmal Meinungsverschiedenheiten, weil es bestimmte Gelehrte gibt, die zum Beispiel einen Hadith akzeptiert haben, den ein anderer nicht akzeptiert hat, oder einen Hadith nicht bekommen haben, den ein anderer bekommen hat. Ja? Und dann macht ein Gelehrter ein Ijtihad und der ist nicht zu tadeln in solchen Sachen beispielsweise, wo er beispielsweise einen Hadith, der nicht so bekannt ist, nicht bekommen hat, zum Beispiel. Ja? Dann ist dieser Beweis wirklich, deutet der Beweis wirklich auf das hin, was man mit diesem Beweis beweisen will. Ja? Zum Beispiel einmal kam einer von Ahmadiyya zu mir und meinte, ja, sie hätten einen Beweis im Koran, dass nach dem Propheten ein neuer Prophet kam, und zitierte aus der Sure 62, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّ يَلْحَقُوا بِهِمْ, und andere von ihnen, die ihnen noch nicht begegnet sind. Und diesen Vers wollte er dann rein interpretieren, es kommt ein Prophet, der heißt Mirza Ghulam Ahmad. Ja? Ich lese nochmal vor. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّ يَلْحَقُوا بِهِمْ, und andere von ihnen, die noch nicht auf sie getroffen sind. Ja, da steht andere von ihnen, die noch nicht auf sie getroffen sind. Er versteht darunter, und es kommt Mirza Ghulam Ahmad. Hier sagen wir, Schwachsinn, so eine Interpretation. Ganz einfach dann, dass es kein Mu'arid gibt. Das heißt, wir haben vielleicht einen authentischen Hadith, der auf etwas hindeutet, aber jetzt haben wir einen Hadith, der auch authentisch ist und auf etwas Entgegengesetztes hindeutet. Was machen wir jetzt? In diesem Fall gibt es drei Schritte. Erster Schritt, Jam, Baina Hadithain oder Baina Ahadith, dass man die Hadithe zusammenbringt, nach einem Verständnis sucht. Ja. Zum Beispiel, es gibt Hadithe, wo zum Beispiel Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Prophet a.s.w. niemals im Stehen uriniert hat. Hudayf ibn al-Yaman berichtet, dass der Prophet auf einer Reise im Stehen uriniert hat. Wie bringt man die Hadithe zusammen? Man bringt die Hadithe zusammen, indem man sagt, das hat Aisha nicht gelogen, sondern das ist das, was Aisha weiß. Und Hudayf ist auch ein Sahabi und er berichtet das, was er weiß. Und da gibt es dann unterschiedliche Verständnisse, wie man die Hadithe zusammenbringt. Nämlich, der eine sagt zum Beispiel, es ist erlaubt, im Stehen zu urinieren, wenn man dabei gewährleistet, weil beispielsweise der Boden weich ist, dass man nicht, dass kein Urin auf die Kleidung spritzt, beispielsweise. Andere sagen, dies deutet darauf hin, dass die eigentliche Tat des Propheten der Prophet im Sitzen uriniert und das im Stehen urinieren, aber nicht verboten ist. Okay? Aber dass das eigentlich nicht die Tat ist, die er regelmäßig macht. Dann gibt es Hadithe beispielsweise, die sagen, dass der Prophet a.s.w. mit den Knien zuerst auf den Boden gegangen ist. Andere Hadithe sagen, dass er zuerst mit den Händen auf den Boden gegangen ist. Und hier gibt es einen Kaul, das sagt, geht zuerst mit den Händen auf den Boden, und eine Tat, wo man zuerst mit den Knien auf den Boden geht. Jemand hat ihn gesehen. Hier sagen die Gelehrten beispielsweise, gibt es die Interpretation, dass manche den Hadith bevorzugen, das nennt man Tarjih, das ist der zweite Schritt, ja, dass die den Hadith bevorzugen, wo gesagt wird, er ist zuerst mit den Knien auf den Boden gegangen. Und andere bevorzugen Hadith, der gesagt wird, man geht zuerst mit den Händen auf den Boden, weil al-Qawl muqaddim al-Fi'l, weil er die Tat, weil das Wort der Tat bevorzugt wird. Ich könnte da noch intensiver drauf eingehen, ich will nur einen kurzen Rahmen bilden, dass man die Sache versteht. Dann billenäßig, dass es nichts gibt, was die bestimmte Tat abrogiert. Beispielsweise, der Prophet a.s.w. hat in der Anfangszeit des Islams, ja, den Gefährten verboten, die Gräber zu besuchen. Dann hat er gesagt, und dann hat man Hadithe, wo die Gefährten zu Gräbern gegangen sind. So, wie bringt man diese Hadithe zusammen? Sind die Gefährten ungehorsam? Es gibt einen anderen Hadith, der die Sache erklärt. Er sagt, Nahaytukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudhakkirukal akhirah. Ich habe euch verboten, die Gräber zu besuchen. So besucht sie, denn sie erinnern euch an das Jenseits. So. Wir müssen gucken, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, ist das hier eine Meinungsverschiedenheit, beispielsweise auch die Sahaba hatten. Zum Beispiel in Fiqh gab es viele Meinungsverschiedenheiten. Sahaba, wenn jemand kommt
mit einer Meinungsverschiedenheit in der Akida, die der Meinungsverschiedenheit, dass der Meinung des Sahaba widerspricht, ja, dann kann man davon ausgehen, dass er in eine Bida hineingefallen ist. Ganz klar. Warum müssen wir den Weg der Sahaba folgen? Das haben wir eben schon an dem Hadith gesehen. Und Allah sagt auch im Koran, so 4 Vers 115, وَمَنْ يُشَاكِكَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى وَيَتَبِّ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Wer ist dem Gesandten entgegensetzt, nachdem ihm die Rechte klar geworden ist und folgt einem anderen Weg als dem Weg der Gläubigen. Allah sagt in Surah 9 Vers 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُونَ بِإِحْسَانٍ. Und die Vorausgehenden von den Muhajirun, Ansar und diejenigen, die ihnen in Ihsan, in Güte folgen. Das heißt, wir folgen dem Weg der Sahaba. So, das heißt, wir gucken hier, wenn es um eine Meinungsverschiedenheit gibt, was sind die Beweise, wie bringt man die Beweise zusammen, was ist das richtige Verständnis der Weise und wie haben die Salaf diesen Beweis verstanden. Ahmed ibn Hanbal sagt beispielsweise, Iyyaka an taqula qawlan laysa laka fihi salaf. Hüte dich davor, eine Aussage zu machen, wo du keinen Salaf drin hast. Dann ist es so, Ahmed ibn Hanbal übrigens auch, der hat gegen die Mu'tazila gekämpft und ist gefoltert worden. Nach der Theorie dieser ganzen Modernisten müsste doch eigentlich dann das völlig egal sein. Warum hat er gegen die gekämpft und ist gefoltert worden, bald getötet worden? Hätte er doch sagen müssen, ach, jeder hat seine eigene Meinung, interpretiert, was du willst. Deswegen müssen wir uns fragen, wer hat mehr Wissen vom Islam? Ahmed ibn Hanbal oder irgendein Typ, der keine 10 Juz vom Koran auswendig kann oder irgendwelche anderen Leute, die in der heutigen Zeit leben und mit dem dicken und sich ein bisschen Professor nennen lassen und eine schöne Stellung für Geld in der Universität haben. Ja, so, dann. Guck mal, also es gibt einige Meinungsverschiedenheiten, die mu'tabar sind, wie zum Beispiel geht man zuerst mit den Knien auf dem Boden oder erst mit den Händen. Hier gibt es auch Meinungsverschiedenheiten unter den Sahaba, wie zum Beispiel Ibn Mas'ud, der ist zuerst mit den Knien auf dem Boden gegangen, Ibn Umar, der ist zuerst mit den Händen auf dem Boden gegangen, wenn er zum Sujud gegangen ist. Als Beispiel, ganz banal. Dann gibt es Meinungsverschiedenheiten, die Binder Mufassiqa sind und Meinungen, die Binder Mukaffira sind. Ja, das muss man einfach verstehen. Das heißt, eine Erneuerung in der Religion mit irgendeinem neuen Verständnis zu kommen, mit irgendeiner neuen Interpretation, mit einer neuen Glaubenslehre, das kann einen zum Fisk führen oder zum Kuffer. Und wer sagt das? Das sage nicht ich. Das sagt Ibn Hajar Asqalani zum Beispiel in seinem Buch Nukhbatul Fiqh, wo er sagt, Thummal Biddatu immer an yakuna mukaffira au mufassiqa. Ja, immer an yakuna mukaffira au mufassiqa. Und dann die Bid'ah, sie ist entweder mukaffira au mufassiqa. Die bringt einen entweder aus der Religion raus oder sie macht einen zu einem Frevler, einem großen Sünder. So, ganz klar. So, und deswegen gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, wie Ahlul Bid'ah bewertet werden. Manche von Ahlul Bid'ah werden aus der Religion rausgeschmissen. So, und da gehe ich mal auf einige Bid'ah ein. Und wir sagen, es ist einfach, diese Bid'ah-Gruppen zu widerlegen. Man muss nur die Beweise genau angucken. Ich gebe ein Beispiel. Zum Beispiel die Khawarij, die sagen, wer eine große Sünde macht, ist ein Kafir. Dann sehen wir im Koran, in Surah 49, Vers 9, wo Allah sagt, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Und wenn sich zwei Gruppen von Gläubigen bekämpfen, von Gläubigen, so stiftet Frieden unter ihnen. Am Ende des Verses steht dann, innamal mu'minuna ikhwa, wahrlich die Gläubigen Brüder. Das heißt, obwohl sie eine große Sünde prinzipiell, ja, kämpfen, wird eigentlich als große Sünde betrachtet. Natürlich kann es ein Ijtihad geben, wodurch man entschuldigt ist. Aber prinzipiell ist das Kämpfen gegeneinander oder das Morden eine riesengroße Sünde. Trotz alledem werden sie hier wie genannt? Wie werden sie genannt? Gläubige, Mu'minun. So, da kann man die Akida der Khawarij ganz klar widerlegen. Außerdem, weil die Akida der Khawarij der Akida der Sahaba widerspricht. Punkt. So, die Khawarij wurden von den meisten Gelehrten nicht als Kuffar betrachtet, sondern als... Das ist eine Bid'ah Mufassiqa nach den meisten. Die Murji'ah,
sagen, und da gibt es verschiedene Arten von Murji'a, ich rede jetzt nicht von den Rulaten Murji'a, die Murji'a schließen die Taten aus dem Iman aus. Wie können wir ihnen beweisen, dass die Taten zum Iman gehören? Ganz einfach. So bezweifelst du, damit man das sieht, das ist nicht Zauberei, dass wir sagen, es gibt einen wahren Islam, es gibt Abweichungen, die falsch sind. Ja, wir können plausible Antworten darauf geben, das ist keine Zauberei, weil die wollen dieses Bild putzen, ja, der hat seine Meinung, der hat seine Meinung, und ja, man kann ja sowieso nicht rausfinden, jeder argumentiert, und wie ja jeder argumentiert. Aber die Argumentation muss richtig sein. Sure 2, Vers 143, dort sagt Allah, über diejenigen, die 16 bis 17 Monate Richtung Beit al-Maqdis gebetet haben, Richtung Jerusalem, und dann aufgehört haben, in diese Richtung zu beten. Was sagt er über ihr Gebet? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيَ إِمَانَكُمْ. Und Allah wird eure Taten, so, das müsste so 2 Vers 143 sein, und eure, Allah wird euren Iman nicht verkommen lassen. Das heißt, Allah nennt hier was? Nennt die Taten, also das Gebet, Iman. Allah nennt hier die Taten Iman. Dann sagt der Prophet a.s. in einem Hadith, ja, Al-Imanu bid'an wa sab'una shu'ba. Der Iman ist einiges und 70 Unterteilungen. Fa'ala'a qawlu la ilaha illallah, das höchste ist das Wort la ilaha illallah, wa annaha imatatu al-adha an al-tariq. Und das kleinste davon ist, etwas, was Schaden bewirkt, vom Weg wegzuräumen. Was sehen wir daran? Daran sehen wir, dass etwas wegzuräumen, also eine Tat, zum Iman gehört. Und daran sehen wir, dass die Akida der Murji'a falsch ist. Was ist das für eine Bidda? Eine Bidda Mufassika. Dann, die Gelehrten haben sich geeinigt, dass die Qadianiyya, die Ahmadiyya, Kuffar sind. Da gab es im Jahre 1996 einen Kongress mit Azhar und allem drum und dran, wo man ein Ijma gefunden hat, der heute im Umma, dass die Qadianiyya, die Ahmadiyya, keine Muslime sind. Das heißt, das ist eine Bidda Mukaffira, eine Bidda, die aus dem Islam rauswirft. Warum? Sie behaupten, dass nach, unter anderem, sie haben sehr viele andere Grausamkeiten in ihrer Akida, dass nach dem Propheten Muhammad a.s. ein neuer Prophet kam. Und Allah sagt im Koran, in Sure 33, Vers 40, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِمُ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ. Das heißt, so, ein Moment mal kurz. Okay, so 33, Vers 40. Und Mohammed ist nicht der Vater einer eurer Männer, sondern der Gesandte Allahs und Khatim Nabiyyin, das Siegel der Propheten. Und es gibt Hadithe, die mutawatir sind in ihrer Bedeutung, dass der Prophet a.s. beispielsweise sagt, wenn es nach mir einen Propheten gäbe, dann wäre es Omar. Das beispielsweise Hadith gibt, wo der Prophet sagt, es wird in meiner Umma wird drei, das steht in Abu Dawud, dieser Hadith davor in Tirmidhi, jetzt der Hadith in Abu Dawud, es werden aus meiner Umma 30 Lügner auftreten. Jeder sagt, er ist ein Prophet und ich bin das Siegel der Propheten, es gibt keinen Propheten nach mir. Von daher leugnen sie hier den Koran und die Sunna und den Ijma der Sahaba, denn die Sahaba, die haben beispielsweise verschiedene Leute bekämpft, die behauptet haben, sie wären Propheten. Und sie haben, wenn sie behauptet haben, sie wären Propheten, keine Sekunde gezögert und sie bekämpft. Ja? Das heißt, weil sie wussten, dass kein Prophet nach dem Propheten Muhammad a.s. kommen wird. So, dann die Mu'tazila, die beispielsweise Ahmed im Hanbal auch bekämpft hat, ja, die leugnen beispielsweise, die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Die leugnen die Eigenschaften von Allah. Sie sagen, Allah hat einen Namen, aber keine Eigenschaften. Das ist natürlich eine Sache, die absoluter Schwachsinn ist. Weil Allah beschreibt sich selber im Koran mit Eigenschaften. Mit Eigenschaften. Und natürlich haben die Namen auch Eigenschaften. Er nennt sich Sami'un, Alimun, Basirun und so weiter und so fort. Ja, er beschreibt sich so, Inna Allah kana bima ta'amaluna basira, und Allah sieht, was er tut. Sie sagen, nee, der sieht nicht. Weil wenn wir ihn sagen, wenn er sieht, dann beschreiben wir ihn einer menschlichen Eigenschaft. Hier sagt Ahmed ibn Hanbal, die Gelehrten davon, die Hujja bekommen haben, sind Kuffar, und die andere, ja, den muss erst, die also nicht wenig wissen haben von der Religion, muss erst Ikramat al-Hujja gemacht werden. Dann beispielsweise Jahmiyyah. Jahmiyyah, die leugnen die Namen und Eigenschaften von Allah.
Hier wird der Kuf, der Kfi ausgesprochen. Ne? Hier steht zum Beispiel, weil Allah sagt ganz klar im Koran an mehreren Stellen, wie zum Beispiel in Sure 17, Vers 110, Kulit Allah wa itu Rahman. فَأَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Ich guck mal, das müsste so 17 Vers 110 sein. Einen Moment, um das nochmal zu kontrollieren. Einen Moment. Das heißt es noch, Herr Pierre Vogel, was hast du erzählt? Ne? Wir kennen das schon so. قُلِدُ اللَّهِ إِتُوا رَحْمَنْ أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Ja? Also nicht فَأَيَّمَا, sondern أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Ja? Das heißt, ruf ihn Allah oder ruf ihn Ar-Rahman. Welchen ihr ruft, seien sind die schönsten Namen. Das heißt, Allah hat die schönsten Namen, Al-Asmaa al-Husna. Ja? So, dann beispielsweise die Shia. Ja? Sie sagen, dass die Leute von Ahlul Bayt, und damit meinen sie dann Ali, Fatima, Hassan, Hussein und ihre Nachkommen, dass sie fehlerfrei sind von allen Sünden. Ich habe da auch schon mal einen Vortrag darüber gemacht, in Sure 33, Vers 33, ja. Da sagen sie zum Beispiel, dass die fehlerfrei sind von allen Fehlern und so weiter und so fort. Maksu, deswegen muss man folgen und auch einige ihrer Nachvorfahren. Und wir sagen, wo steht das in diesem Vers? Hier steht, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Allah will nur euch reinhalten, wo ihr Leute, also er will nur den Schmutz sozusagen von euch abwenden und euch völlig reinhalten. Das sagt Allah hier. Steht hier, die sind fehlerfrei, steht hier, die können keine Sünde machen, steht hier, die sind der Interpretation besser als alle anderen Menschen. Und wer ist hier mit Ahlul Bayt gemeint? Zu Ahlul Bayt in der arabischen Sprache gehören auch die Leute des Hauses. Wir schauen uns jetzt mal den Kontext an, weil der Kontext fängt da vor schon im Vers an. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Nisa al-Nabi, lastunna ka ahadim min Nisa, in ittaqaytunna fala taqda'na bil qawli fayatma alladhi fi kalbi marad. وقلنا قولا معروفا وكرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقلنا الصلاة واتئنا الزكاة واتئنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. So, nochmal. Jetzt habe ich den Vers gefunden. Ich lese das von der Übersetzung von Frank Buhmann. Kurz übersetzen, ich muss den Vers kurz suchen. So, auf jeden Fall fängt sie an. O Frauen des Propheten, ja, ihr seid nicht wie irgendeine von den übrigen Frauen. Das heißt, es fängt an, die Frauen des Propheten. Wenn ihr gottesfürchtig seid, dann seid ihr nicht unterwürfig im Reden, damit nicht derjenige, dessen Herzen krank ist, begehrlich wird, sondern sagt geziemende Worte. Und dann geht's weiter. Haltet euch in euren Häusern auf und stellt euch nicht zur Schau wie in Zeit der frühen Unwissenheit. Verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe. Ja, also Akimna Salate, Watina Zakate, Watina Allah Rasul und gehorcht Allah und den Gesandten. Inna ma yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahl bayt. Allah will nur, ja. Inna ma yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahl bayt. Wa yutahhirakum tathira. Ja. Allah will gewiss nur den Makel von euch entfernen, die Angehörigen des Hauses und euch völlig reinmachen. So, ich habe über den Vers schon länger geredet. Jeder, der das liest, merkt sofort, hiermit sind auch die Frauen des Propheten gemeint, als Ahlul Bayt. Ja, sie zitieren dann einen Hadith, der authentisch ist, wo er diese besagten Personen, Hassan, Hussein, Ali, Fatima, unter ein Stück Dorf genommen hat und sie als Ahlul Bayt identifiziert hat. Das aber nur um zu betonen, dass sie Ahlul Bayt sind. Das heißt nicht, dass sie unter Ausschluss der anderen zu Ahlul Bayt gehören. Das heißt, wenn man den Kontext liest, weiß man sofort. Und selbst wenn es nicht so wäre, hier steht nichts davon, dass sie völlig fehlerfrei sind, sondern der Prophet a.s. sagt am anderen Hadith, Kullu bani Adam khata wa khayru khata'in at-tawwabun. Alle Söhne Adams machen Fehler und die besten von denen, die Fehler machen, sind die Tawwabun. Ja. Wer natürlich geschützt sind vor Fehlern in der Übermittlung der Botschaft und vor großen und kleinen Sünden, natürlich einige sagen kleine Sünden, wenn sie Tawwab machen, aber die korrekte Meinung, vor großen und kleinen Sünden sind die Propheten. Ja. Und das geht auf andere
Beweise hinaus. So, dann, wie gesagt, ich habe über diesen Vers schon einen einstündigen Vortrag gemacht. Ich wollte das nur als kurzes Beispiel nehmen, dass man sieht, die Religion ist verständlich und man kann auch verständlich argumentieren, warum diese Abweichungen verschiedener falscher Gruppen ganz klar und eindeutig falsch sind. Ja? Und deswegen ist diese Theorie und diese satanische Herangehensweise, dass man sagt, guck mal, es gibt ja viele Meinungsverschiedenheiten und deswegen können wir jetzt erzählen, es gibt keine Hölle, ist ein Witz, es ist eine Frechheit, sowas hier in Deutschland an einer Universität anzubieten und dann so zu tun, wenn jemand wie ich komme, der einen Hadith nach dem anderen bringt, der einen Vers nach dem anderen bringt, der plausible Erklärungen bringt, ja, den dann so abzutun, überhaupt sowieso keine Ahnung, ja, es ist eine Frechheit. Man soll sich echt was schämen und die Leute von der Universität, die sollten sich was schämen und hier so den Muslimen so einen Schwachsinn hier vor die Nase zu setzen, so eine Frechheit, so einen Laien dort als Professor zu verkaufen oder so einen Scharlatan, der hier versucht, und nicht nur er, das ist ja typisch für diese ganze Modernisten-Clique, dass sie immer versuchen, ja, es gibt ja dieses und das und es ist ja alles eine Vielfalt und bla 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 und die Wahrheit kann man sowieso nicht finden. Keine islamische Gruppe hat gesagt, dass es keine Beweise gäbe für ihre Theorie, aber wir sind uns überzeugt davon, dass man, und das müsste eigentlich jeder jetzt gerade gesehen haben, dass man plausibel erklären kann, warum andere Gruppen falsch liegen. Und ich habe gesagt, es gibt verschiedene Arten von Meinungsverschiedenheiten. Es gibt Ikhtilafat, die Mu'tabar sind, ja, Meinungsverschiedenheiten, die betrachtenswert sind. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, die nicht betrachtet werden sind, aber nicht in eine Bidda reinbringen, wo wir sagen, die ist Mufassika. Und dann gibt es Meinungsbidda, die einen zu in eine Bidda von Mufassika reinbringt. Und dann gibt es Meinungsverschiedene Biddas, die Mukaffira sind. Ganz klar und deutlich. Und übrigens, wenn wir sagen, eine Bidda, die nicht Mufassika ist, dann ist dies eigentlich der Fall, wenn man sieht, dass diese Person Ijtihad gemacht hat und nicht zum richtigen Ergebnis geführt wurde. Ja? Das nur dazu. Prinzipiell bleibt es eine Bidda und prinzipiell muss man hier gucken, natürlich diese Rede, diese Willkürinterpretation, das gäbe keine Hölle, ist ein absoluter Witz. Ich habe hier gerade den Koran, ihr seht das. Ja, ich gucke einfach mal nach und wir schauen jetzt nochmal, wie lange ich brauche, um die Hölle zu finden. So, mal gucken, ich schlage einfach mal hier auf, zack, hier bin ich zum Beispiel bei Surat al-Safat. Ja, gucken. Ja, hier. Guck mal, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Keine Minute. Hier, Vers 163. Außer denjenigen, denen wir dem Höllenbrand ausgesetzt wird. Und es gibt niemanden unter uns, der nicht einen bestimmten Platz hätte. Ja. Wahrlich, wir sind es, die sich reihenweise reihen. Ja. So. Also, was wird hier für Blödsinn? Hier, nächste. Hier, ich schlage wieder auf. Einfach eine Seite aufgetreten, Surat Zumar, Vers 17. Diegen aber, die falschen Götter meinen, um ihnen nicht zu dienen und sich aller Reue zu wenden. Also nee, hier, Entschuldigung, ein Vers vorher, Vers 16. Sie haben über sich Schattendächer von Feuer und unter sich eben solche Schattendächer. Ja, so. Also, was will man dazu noch sagen? Schattendächer aus Feuer. Ja, dann hier, Vers 19. Kannst du etwa jemanden retten, der im Höllenfeuer ist, jemanden, gegen den der Spruch der Strafe unvermeidlich fällig geworden ist? Ja, so. Das war wieder so. Jetzt schlage ich nochmal auf. Hier. Mal gucken. Jetzt bin ich gerade hier, Sura Maryam. Ja, hier steht's. Und die Übeltäter wie eine durstige Herde zur Tränke zur Hölle treiben. Ja. Vers 86, Sura 19, Vers 86. Das heißt, hier wird beschrieben, ja, wie die Übeltäter wie eine durstige Herde zur Tränke in die Hölle getrieben werden. Wie kann man hier sagen, Hölle, wenn wir alle die Details sehen von der Hölle, die Hölle sei metaphorisch gemeint für eine Entfernung von Allah. Hier wird eine reale Strafe beschrieben.
Hier werden reale Szenen beschrieben, ja, die natürlich für uns unvorstellbar sind, wo die Übeltäter wie eine durstige Herde zur Tränke, zur Hölle treiben. Ja, so, ganz klar. Naja, wie gesagt, das ist alles Kuffer hoch 10 und möge er diese ganzen Leute, die das fabrizieren, möge er die auf den geraden Weg führen und möge er den Mohammed Rashide noch den Islam annehmen lassen, damit er nicht in seinem Kuffer stirbt und selber die Hölle, die er geleugnet hat, zu spüren bekommt. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.